Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die mit Embalu. Hallöchen. Wir begrüßen euch heute hier am Vatertag. Zum, ja, beim Ressourcensammeln. Gucken, wie es jetzt wird, weil ich glaube, es könnte ein bisschen hakelig werden heute. Weil irgendwie Leute, ganz viele Leute wahrscheinlich heute das Internet benutzen. Solltest du hakelig sein, dann seht es uns nach. Wie gesagt, wir wohnen auf dem Dorf, wir haben nicht das beste Internet. Wir geben aber unser Bestes. Und auch wenn es vielleicht heute so wirken mag, nein, wir haben nichts getrunken am Vatertag. Wir spielen immer so. Immer so bescheiden, genau. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich werde heute das Hotel, was hier in der Nähe ist, irgendwo war das, ich muss es gleich nochmal rausfinden, ach, da drüben, glaube ich, da werde ich ein bisschen durchstromern und ein bisschen Klamotten rausfischen und ein bisschen Ressourcen farmen. Und ja, lieber Herr Pasek, hier, wo ich rausgegangen bin, ist die Tür kaputt gegangen nach dem Monster. Vielleicht bist du da als Baumeister mal so lieb, da wieder eine einzubauen. Ja, und genau da ist ja auch das Hotel, ne? Weißt du, wir sind im Hotel. Du brauchst eigentlich nur hinter dir wieder rein. Ja, ich hatte ja mal noch was anderes gehabt. War das da drüben das große Hochhaus? Nee, das war nicht unser Hotel. Ich hatte noch eines. Ich brauche mal ein bisschen Holz. Da drüben hier, das. Oder lass es kein Hotel sein, lass es ein Business-Haus. Keine Ahnung. Jedenfalls dieses große Ding hier. Aber es ist schon wieder kurz vor 5 in-game. Wird nicht lange hier Ruhe herrschen. Hier unten war ich letztes Mal schon und habe aufgeräumt. Aber dann wollte ich ja hier nochmal die Sofas nochmal ein bisschen für Ressourcen klein hacken. Ich gehe erstmal nach oben. Gashi. Wir sind in Japan. So, hier. Das nehmen wir hier runter. Hier mal die Tür wieder rein. Schließlich kein Tag der offenen Tür heute. So, wo war ich denn eigentlich im Gange? Nobody knows. Ach, gehen wir mal hier wieder zur Baustelle. Und dann die zu Ende. So. Ich habe festgestellt, das ist tatsächlich hier so ein Bürotrakt, den ich hier habe. Da sind ganz viele Businessmänner. Mal, was ich hier so rausziehen kann. Irgendwie wertvoll sein könnte. Na, ich glaube, es leckt aber bei mir ungemein. Ja, wir versuchen es und wenn wir merken, das haben wir schon vorab gesagt, sollten wir merken, dass es nicht funktioniert, das Stream, dann müssen wir es halt heute leider kurzzeitig wieder einstellen. Zum Wochenende vielleicht. Wackelt hier noch. Zuckt noch vor sich hin. So, dumm-di-dumm-di-dumm. Zuletzt war ich, glaube ich, hier oben irgendwo drauf. Ich glaube, ich habe alle Väter gefunden hier in diesem Businessladen. Ein Partymädchen. Sehr gut.
Plündern mag ich ja persönlich sehr gerne. Da werdet ihr mich öfters bei erwischen. Autos auseinandersägen. Ja, und ich bin hier so gerne auch Sammler, Bauer. Oh, eine Polizistin. Kommen Sie mal her. Frag sie mal nach dem Weg. Nee, die darf mich ruhig auch mal verhaften. Oh, jetzt kommen die Fesselspielchen wieder. Und keine Munition dabei, wie schön. Bam. Hm. Nee, die Zombies geben tatsächlich kein Fleisch und keine Knochen mehr. Na, gucken wir mal, was hier sonst noch so los ist. Okay. Ich komme hier auch nicht weiter hoch, weil es gibt keine Rolltreppen weiter. Und der Fahrstuhl, aus irgendeinem Grund funktioniert der nicht. Wow, ich bin hier in irgendein Loch gefallen. Irgendein Minenschacht, verdammt. So, bist du denn? Ich komme mal in deine Nähe. Ich konnte doch nicht so viel reisen, wie ich eigentlich wollte. Oh, bei mir ruckelt es auch ganz dolle. Zwischendurch. Ja, wie gesagt, bei mir auch. Das Auto nehme ich hier noch auseinander. Bitte. Ach, du bist noch mit dem Polizisten dazu gegangen. Einen Wolf erlegt. Aber der gibt auf jeden Fall Fleisch und Knochen, also dann brauchen wir nicht dieses faulige Zombiefleisch nehmen.
du turnst hier ganz in meiner Nähe rum. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Was ist das hier eigentlich für Erz? Was kommt denn hier raus? Was ist das? Oder ist das Ölschiefer? Das ist Ölschiefer! Cool. Oh, hast du mich, jetzt erschrocken? Ahnt man nichts Böses? Ich sehe nur 1,2 Meter und auf einmal Steiser. Junge, Alter. So, was ich mich interessiere, wenn ich hier sowas baue, warum kann ich das nicht wieder zurücknehmen? Das frage ich mich auch. Das kannst du nicht nehmen. Eigentlich kann man es ja wieder abbauen, genau. Eigentlich wieder abbauen, richtig. Zumindest war es damals so. Geh ich mal schnell ein bisschen Holz sammeln. Ja. Oder um fliegt so eine Scheißfliege? Ich habe keine Munition dabei. Wo ist sie? Ach da, auch direkt vor mir. Alter, ist die riesig. Wo ist sie? Die liegt hier. Ist so groß wie ein LKW. Na, kannst du sie häuten? Ich hab nichts zum Reparieren da. Ah, ja gut, dann nehme ich sie raus. Was brauchst du denn? Holz, Steine? Knochen. Knochen, warte. 28 Knochen. Bitteschön. Da nutze ich einfach nur die falschen Holzrahmen. Nochmal Holz. AD Noob Frame. Lass das dann einfach die Holzform hier. Total. Wie sahen denn die mechanischen Teile aus? Nur elektrische Teile rausgeholt. Schade. Naja, machen wir mal weiter. Na, ich kann es nicht wieder einsammeln. Das ist doch doof. Naja gut, müssen wir uns halt damit arrangieren. Oh. Na, ich finde das noch raus, wie das geht. Stimmt. Ich zähle auf dich. Ich bin schon wieder derbst überladen.
Aber da geht noch was. Die Sonne geht schon unter. Das fühlt sich wieder nicht so gut an. Hier schönes Coupé. Du hast wahrscheinlich auch keine Steine mehr. Ist das ein mechanisches Teil? Das ist ein elektrisches Teil. Was wollte ich jetzt gerade? Meine Axt reparieren, genau. Du brauchst Stoffe, hast du gesagt, ja? Ja. Die ersten Zombies kommen. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Hier rumlaufen, ist echt nicht nett. Aber ich traue mich nicht, die Taschenlampe anzumachen. Licht nach Hause. Irgendwas hat mich gerade zerlegt. Ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht so ein Vieh rum. Grüne Fledermaus. Nee, grüne Adler. Grüne Adler. Schöner als daheim. Beatschutzblock. Ach ja. Sehr gut. Den habe ich auch noch gar nicht gesehen. Den hast du, glaube ich, bei der letzten Folge gesetzt, richtig? Ja. Sehr gut. So, auf jeden Fall habe ich hier noch mal gedacht, Kopfgitter? Nee.
nicht. Dann. Nahrungsmittel. So, wie ging das? Ah, jetzt. Hast du es? Jetzt habe ich es. Wunderbar. Haben wir eigentlich beim Kochen schon einen Topf und sowas? Ja, einen Topf habe ich. Nee, zwei Töpfe und zwei steht. Ja, ich sehe es gerade. Ja, schön. Genau. Oh, Chicken Nuggets hast du auch schon gemacht. Ja, aber nur eins. Ich hatte nicht genug Chickens. Nicht genug Chicks. Ja, bitte. Ja, hier versucht wieder wer durchzuprügeln. Oh, da läuft was Brennendes. Der geht auch wieder weg. Gut. Ich hab mal deinen heißen Fan hier mal abgewehrt. So, was haben wir hier noch? Ölschiefer. Und Eisen. Eisen soll ich gleich wieder einschmelzen? Nee, pack's erstmal, aber oben über die Schmiede, bitte. Oben über die Schmiede. Metalle. Eisen über die Schmiede. Ich schaue gerade, wie man Waffenreparaturkits herstellt. So, ich habe auch viele neue Sachen.
gelernt. Hunger hat sie. Hunger hat sie. So, was können wir denn herstellen? Alles. So, bauen wir mal ein bisschen Kleber. Jo. Kleber und trübes Wasser. Haben wir irgendwo noch trübes Wasser? Nee, ne? Das habe ich zu sauberem Wasser umgewandelt. Ah, ich dachte, trinken ist wichtiger. Ein trübes Wasser haben wir. Naja. So, ich werde mal ganz kurz einen Schluck trinken. Nur ganz kurz. So, hier können wir Waffen. Verschiedene Waffen kann ich herstellen. Aber kannst du ja auch. Oh, man, ganz schön viel. Primitiver Bogen. So. Es gibt so vieles, was wir jetzt noch herstellen müssten. Also ich musste gleich mal los trübes Wasser besorgen. So, dann müssen wir hier mal ein bisschen was ablegen noch. Die Nacht ist vorbei, wie schön. Kann ich ja gleich wieder Häuser plündern. Oh, Schiedwetter. Zombie Mania. Mögen Zombies keine Regen? Die läuft zumindest weg. Ich nehme das Bett hier mal aus. Moment, hatten wir nicht auf der Baustelle Wasser? Da hinten sind Autos. Autos.
kommen wir denn hier rein, ohne großartig Krach zu machen? Wahrscheinlich gar nicht. Komm her. War hier nicht Wasser drin? Ja, hier war Wasser. So, 66 mal trübes Wasser. Sehr gut. Brauchen wir nur noch Tiere. Erst mit den Eingang hier frei, dass wir die Autos schön auseinandernehmen können. Und ich kann die Axt nicht reparieren. Wie schön. Schade, schade. Knochen schon wieder gelassen. Wieso kann ich das nicht fertigen? Weiß ich nicht. Okay, Kleber kann man kochen. Okay. Aber eigentlich bräuchten wir die Alchemiestation dafür. Aber gut. Brauche ich noch alles für normale Werkbank. Schraubenschlüssel, den habe ich noch nicht. Dann brauchen wir den erstmal. Echt? Für mechanische Teile bringst du gerade. Geschmiedetes Eisen haben wir. Klebeband baue ich gerade. Stoff hast du hier auch irgendwo reingelegt, ne? Ja. Irgendwo sind auch Stoffe drin. Stofffetzen da, 88. Ach, kann ich nicht herstellen, dafür brauche ich die Werkbank. Ich brauche dringend Klebeband. Oh, ich habe einen Mark auf der Map, wo das Dingsbums abgefallen ist. Ja. Da gehe ich jetzt gleich hin, das sind 136 Meter. Ich mache erstmal hier die Big Mama. Da, ich sehe, ja, vielleicht gehe ich mal hin. Ach, dann geh du halt, ja gut. Dann geh du halt. Bist näher dran, glaube ich, oder? Ne, ich brauche auch 200 Meter. Aber ich komme. Ach, hinten ist auch noch ein Autoschrottplatz. Wie schön. Und Hurry Harrys. Was auch immer Hurry Harry ist.
Schulbus, den kann man auch gut auseinandernehmen. Ja. Und ein Elektronikshop. Yep. Wie gesagt, wir brauchen Klebeband. Also holst du die Kiste gerade, ja. Wow. Was bist du denn für eine? Da war richtig viel drin. Okay, ich bin gerade am Elektronikladen zerfleischt worden. Na gut, komme ich mit Vollpower wieder. Ups, wie komme ich denn hier nach oben? Oh ja, hier kotzt eine. Ja, ich bin's nicht. Bin ich denn jetzt hier hochgekommen? Wenn ich schon mal hier bin. Ich will mich ja hier schon mal umsehen. Wahrscheinlich bin ich jetzt in der Hochburg gelandet hier. Ach, buh. Ach, shit. Ja, wir sind noch nicht gut genug ausgestattet. Ich weiß. Aber wir arbeiten dran. Sind wir jetzt eben wieder unten? Hoppenpilz. Da kann man noch bestimmt Klebeband holen. Meine Axt war kaputt. Warte. In der Apotheke? Yes. Oder warst du da schon? Glaube, ja, pass auf, das müsste eine Dings drin sein. Die, wo ich eingestürzt bin. Das Bootloch. Eine Mine. Da muss ich mal gucken, wo es dann hingeht. Ich hau jetzt erstmal hier diese ganzen Holzvorkehrungen weg, damit ich meine Axt wieder reparieren kann. Ich glaube, ich weiß, wo es Klebeband gibt. In der Apotheke. Beim Händler. Das auch. Das auch. So, dann haben wir sie repariert. Oh. Hinten ist nochmal eine Autowerkstatt. Karls Cars. Karls Cars. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Sieht zumindest alles noch so unberührt aus. Ja, das hat sich auch schon regeneriert, weil ich hatte auch schon wieder... Oh. Ich hatte auch schon wieder in unserer eigenen Garage wieder die Möglichkeit... Müllbeutel zu plündern. Und die habe ich natürlich als erstes leergeräumt. Ja. Gut, dass ich den Prügelpeter geskillt habe. Der nächste. Ich gehe mal zum Händler und verkaufe da ein bisschen was. Ja, ja, mach mal auch alles weg aus den Kisten, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Außer die Rucksackerweiterung vielleicht.
Jetzt haben sie mir hier doch die Tür schon aufgemacht. Hi, Schwester. Okay, dann versuchen wir mal hier Struktur einzubringen und gucken erstmal, wo wir hier sind. Ich und Struktur. Leute, ich weiß. Aber ich will es wenigstens versuchen. Harry Potter! Yes! Ein Wandtresor. Den versuchen wir doch mal mit unseren Dietrichen vielleicht. Wir haben doch hunderte davon. Muss man also nicht mehr selber machen, okay. Ich hab eine Nagelpistole. Eine Nagelpistole? Ach, das ist ja hier gar nichts drin. Eine Nagelpistole hast du. Ja. Das ist aber schön. Hast du denn noch Nägel dazu? Gucken wir gleich. Und 9mm Munition. Und ein Schlagschrauber. Vorräte, sehr gut. Kann man, glaube ich, auch irgendwas Gutes mitmachen. Habe ich mich jetzt erschrocken? Ist das ein Bild hinter dem Bild? Und ein Hammer. Von der anderen Seite, alles klar. Was wollen wir hier noch von verkaufen? Muskelshirt. Vorschlaghammer. Halten wir erstmal noch. Glas will er nicht. Will er Papier? Nein. Der Donutsprinkel? Ja. So, jetzt müsste aber Klebeband gehen. Sonst noch was, was ich loswerden kann. Oh, das waren zu viele. Naja, gut. Ist klar, wenn ich in den Hintereingang gehe. Ja, ich weiß, da kriege ich auch immer eine geschossen. Hintereingang ist tabu. Ach, schade. Na gut. Aber es ist schön, ich lande immer an irgendwelchen anderen Szenarien. So, jetzt renne ich mal schnell zurück. Ich glaube, da kann ich nicht die erste Zange. Wobei, brauche ich gar nicht. Ich glaube, ich kann hiermit jetzt alles zerlegen. Ich gucke mal, ich habe jetzt so einen Schlagschrauber. Ich glaube, damit kann ich auch Autos zerlegen. Nur du hast ja schon in der Nähe hier so gut wie alles weggefarmt. Entschuldigung. Ich liebe es, Autos auseinanderzubauen. Aber wenn das Internet heute nicht so beschissen wäre. Passiert. Jawohl. Der Schlagschrauber ersetzt den Schraubenschlüssel. Okay.
Das heißt, ich kann meinen Schraubenschlüssel jetzt nutzen, um eine Werkbank zu bauen. Und damit können wir dann den Kleber und noch mehr Klebeband und damit können wir richtig loslegen. Dann kann ich jetzt anfangen, das Mini-Motorrad zu bauen. Ja, einmal Ersatzteile hast du ja schon. Ja, das baue ich jetzt alles so Stück für Stück. Das baue ich erstmal die Werkbank. Wir brauchen geschmiedetes Eisen 25. Aber nur 18, aber den Rest baue ich. Aber Eisen hier noch drin. Ich habe noch Eisen. Mhm. Hier oben. Gut, gut, gut. So, nochmal, was brauchen wir noch? Geschmiedetes Eisen, mechanische Teile. Mechanische Teile. Den Klauenhammer, den habe ich jetzt gerade. Und Holz. Hier haue ich mir jetzt schnell geschmiedetes Eisen zusammen. Fehlt Eisen. Kein Problem, habe ich bei. Hier mal eben schnell Eisen schmelzen. Willst du Munition? Ach, ich habe 150 Schuss, 9 mm. Ach gut. Das reicht erstmal. Hier sind nochmal 26, weil ich habe keine Schrotzenmunition mehr. Ich werde jetzt auch mal den Händler aufsuchen. Wo war der denn? Map. Ah, pfiffig wie ich war, habe ich den markiert. Straße runter, rechts, Dollarzeichen. Da. Ich als Umgebungslegastheniker habe natürlich den Händler markiert. Ich baue feini. Ja, bau mal weiter. Ich farmi. Die Werkbank? In der Zwischenzeit. Bei uns der Kater im Hintergrund. Hier, was ist los? Geh doch raus. Ah, unser Kater. Unser Katerchen. Braucht sich gar nicht so anstellen. Es ist gar nicht so schlimm. So. Guck ich mal, ob ich dem das hier verticken kann. So, ich lerne hier mal eben alles. Kann ja nicht schaden. Also diese Jetons, die man hier so findet, ne, die kannst du auch einschmelzen. Steht hier. Was kann man denn noch bei dir kaufen? Klamotten vielleicht? Stiefel?
So. Was trage ich eigentlich? Ich machte meine Werkbank. Sicht auch noch. Brust. Hier arbeitet schon. Da können wir ja geschmiedetes Eisen herstellen. War ja hier oben noch Eisen drin, aber da warten wir noch mit. Ja, hier die Werkbank dann gleich hin. So, was kann ich denn? Habe ich noch Punkte? 8, ja. Da werde ich jetzt mal hier in... mehr Experience nehmen. Wo kann ich das denn hier bei ihm nicht kaufen? Was soll denn der Käse? So. Geld oder was? Was können wir denn noch? Alchemie Station. Ein Messbecher. Oh, da sind wir doch, Anna. Guck mal, was wir so am Minibike haben. Geschmiedetes Eisen. Ah doch, schmelzen wir das Eisen nochmal ein. Wir holen nochmal neues. Ja. Kann nicht schaden. Wieso steht denn beim Händler eigentlich so ein brennendes Nashorn? Das weiß ich nicht. Das irritiert mich immer wieder, wenn ich hier vorbeilaufe, aber ich denke, das will uns angreifen. Giant Radiated Crisp Bacon. Giant Burning Crisp Bacon. Mmm, Bacon. Bacon. Der hat hier lebenden Bacon eingesperrt. Mmm. Ich habe jetzt den einen Bacon mal umgelegt und guck mal, was da rauskommt. Voll Tierfett. Den wenigstens zerlegen. Fleisch und Knochen. Wildbret. Na gut. Das Schwein war stärker als ich. Aber das erste Schwein habe ich erlegen können. Na gut. Nicht nur erlegen, du hast es auch geheiratet. Nein. Du bist doch kein Schweini-Schweini.
So, wir können jetzt 39 Klebeband herstellen. Na bitte. Geht doch. Ich kann bald hoffentlich ganz viel mit Fleisch kochen. Ich habe jetzt hier ganz viel Fleisch. Wolfsfleisch, Schweinefleisch. In der Zwischenzeit gucke ich jetzt mal nach Mini-Motorrad. Wir brauchen Räder, ein Fahrwerk, einen Lenker, einen Motor und Batterie. Motor haben wir, Lenkrad haben wir. Hier. Wir haben Fahrwerk. Wir haben Rahmen. Motor habe ich in der Tasche, glaube ich, ja. Räder. Sind hier schon mal Räder untergekommen? Ich weiß nicht, ob in dieser Autokiste was drin ist. Nee, sieht nicht so aus. Da ist ein Rad drin. Machen wir noch ein zweites. Immerhin. Schießpulver. Räder kann ich, glaube ich, selber herstellen. Schmiedetes Eisen, Kunststoffteile, Öl, Kohle haben wir auch irgendwo. Und Säure haben wir auch. Also geschmiedetes Eisen. Kunststoffteile. Säure haben wir sicherlich auch. Feder, braucht man Feder? Weiß ich jetzt nicht. Guck ich mal. Kohle. Wie im echten Leben, ohne Kohle geht nichts. So, jetzt bauen wir das nächste Rad und dann bauen wir vielleicht das erste Mini-Bike. Wenn ich nur das Bike baue. Hey. Nee, wir bauen das mal als Mini-Motorrad. Das ist schon mal. Jetzt haben wir das gebaut, wir haben das gebaut. Jetzt das Reparaturkit nicht. Oh nein.
Meine Schusswaffe ist kaputt und ich habe nichts mehr. Oh, wie schade. Oh, falschen Knopf gedrückt. Habe ich hier alles in meine Tasche genommen, was ich gar nicht haben wollte. Ja, das hatte ich schon mehrfach, dieses Problem. Jetzt muss ich ja sehen, alles, was ich hier gar nicht so brauche. Reparaturkit zum Beispiel brauche ich alles. Gut, brauche ich nicht. Ja, das war der erste Hilfe. Genau. Kommt die Lampe nicht rein. Das Reparaturkit auch nicht. Sondern alles, was mit der Hilfe zu tun. Diese Zombie-Geier. Ich kann mich jetzt nur noch mit meinem Knüppel hier verteidigen. Nur noch mit dem Knüppel? Nur noch mit dem Knüppel, because meine Schusswaffe ist kaputt. Da brauchst du kein Reparaturkit für, sondern irgendwas anderes. Wo ist denn meine Schrotzi? Da ist meine Schrotzi. So. Zu essen und Medikamente. Aha. Essen brauchen wir immer. Ich kann nichts zu essen kaufen? Was ist denn das für ein Driss hier? Habe ich kein Geld dabei oder was? Verstehe ich nicht. Ich habe doch auch Sachen beim Händler verkauft. Gold? Null. Warum habe ich null Gold? Die Jetons sind doch nicht das Geld, oder? Nein. Ich habe überhaupt gar kein Geld. Das kann doch nicht sein. Wo bist du denn gerade? In der Apotheke. Wo ist denn die Apotheke? Warte ich mal, wo du bist. Da bist du. Ist auch nicht mehr wie ich hier. Ach, bist du in diesem großen Poppenpilzgebäude? Unmöglich, ich muss mal eben gucken. Exit. Ne, Exit ist hier. Ja, mir verlaufen! Da bist du doch. Ja, guck mal. Hallo. Hallo. Ah. So, bitteschön. Dankeschön. Musst du das nicht erst auf mich über... Nö. Verriegelt. Doch, doch, das musst du erst mal überschreiben. Oh. Das ist süß. Kann nur hupen.
Bitteschön. Oh, danke. Ui. Jetzt kannst du schneller farmen. Oh, geil. Danke. So bin ich. Und Sachen reintun. Ja, viel Spaß. Cool. Das ist ja cool. Schließen. Nehmen. Aufbewahren. Oh, das hat aber viel Platz. Ja. Geilomat. Ist zwar nicht besonders schnell damit. Ich baue mir dann das nächstgrößere Teil, ne? Weil ich ja dann weiter weg will. Weit weg von dir. Ja, verstehe ich. Ja, ich weiß auch noch nicht genau wohin, aber weit weg. Ja, ist okay. Zerleg mal schnell die Autos hier noch. Das geht schneller als mit dem Schraubenschlüssel. Okay. Wird mir das denn auch auf der Minimap angezeigt, das Motorrad? Ja, ich gucke gleich, dass ich das Ding auch bauen kann. Dass ich dir auch solche Sachen baue. Ja, kein Stress. Nur ich brauche jetzt erstmal Material. Geh hier nochmal durch. Ich habe auch keine Struktur, das ist ein großes Problem von mir. Ich gehe immer so blindlings irgendwo lang. Ich weiß dann nicht mehr, wo ich war. Aber warum ist das Minibike hier liegen? Ach, du bist doch im Pop und Pilz, ne? Ja. Ja, dann gucke ich mal, was ich noch alles bauen kann. Versuche immer noch rauszufinden, ob ich irgendwo noch Schätze finde hier, aber mit Röntgenbilder. Ein Jagdmesser! Das ist sehr schön. Das hatte ich irgendwann mal wohl zerstört, aber das nehme ich mir jetzt zum Kirschen an. Sehr gut. Aber leider nur eins, sonst hätte ich dir auch eins mitgebracht. Ist schon okay. Ich bin ja Mensch, ich teile ja gerne. Schnellmesser. Ja, das sind so kleine Dinge, über die man sich wirklich freut, weil die einen wirklich weiterbringen. Wollen wir den Schlagschrauber auch nochmal bauen für dich? Nee, ist noch abgeschlossen. Brauche ich noch den Bauplan für. Kann ich dir also leider nicht bauen. Ist gut. Diese Scheißkriecher. Mhm. Geräusche. Bah. Kein Geld mehr habe, das verstehe ich nicht. Das beunruhigt mich ein bisschen. Und schon bin ich tot. Naja. Ach, Mann.
Eisenrohr, Stahl, mechanische Teile, Klebeband, Leder. Oder baue ich erstmal ein Minibike noch, ein zweites? Ach, ich baue erstmal ein zweites Minibike. Ich wollte gerade sagen, es wäre ja fies, wenn ich eins habe und du nicht. Ja, ich wollte jetzt die nächsthöhere, weißt du, eigentlich gehen. Wieso wird mir das auf der Minimap nicht angezeigt? Minibike. So schade. Da rum und ich weiß nicht mehr wo. Bei der Pilz. Wo waren die Pilz? Pharmazie war hier. Da. Das war ein Glückstreffer. Oh, er war noch nicht ganz tot, oh Gott. Meine Herren, ist hier viel Zeug drin. Ressourcenfarm ist toll. Überall kann alles drin sein. Ne? Das ist halt so das Schöne. Man weiß nie, was man kriegt. Ah. Ha! Forrest Gump. Das Sammeln ist wie eine Kiste Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Genau. Mama sagt, dumm ist der, der Dummes sagt. Ach nee. Tut. Weiß. Hör doch auf. Wieso hast denn du Blutkonserven? Nitrat. Kupferkabel.
Bei Essen? Weiß ich nicht. Ich habe das alles schnell irgendwann mal weggeräumt. Du bist doch da und machst das alles richtig. Du machst das schon. Könntest bei Gelegenheit mal mit deinem Bike hier vorbeischauen. Ja. Dann mal hier den ganzen Kram so verkaufen. Ja, ich kann mich erinnern, wir haben damals, als wir gespielt haben, noch eine Kiste draußen hingestellt, wo wir alle Sachen reingetan haben, die wir verkaufen möchten. Damit zum Händler gegangen. Das konnten wir vielleicht nochmal machen. Brauchst du noch was an Werkzeug? Also eine Axt? Oder was habe ich noch über? Alles, was besser ist. Also eine Schaufel. Schaufel habe ich, Steinschaufel Stufe 3. Aber eine Axt wäre vielleicht nicht verkehrt. Steinaxt Stufe 1 habe ich. Ja, die habe ich auch. Und Stufe 2. Dann nehme ich Stufe 2. Ich gehe jetzt erstmal schnell zum Händler. Mir gerade ein leeres Ambulanzfahrzeug auseinander. Oh scheiße, hier läuft eine Horde. Dann lauf weg und versteck dich. Zwei Horden sind hier sogar. Okay. Direkt an unserer Basis. Oh. Sieh zu, dass sie dich nicht finden. Ah, das sind wertvolle Tipps. Nicht wahr? Ich denke auch, dass ich in Tipps richtig gut bin. So. Keiner sagen, dass ich dafür kein Geld kriege. Dup, 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 du. Everything is for sale. Ja, das will er sogar gar nicht kaufen. Der Händler ist eine Bitch. Ja, der kauft auch nicht alles, der Hund. Lecco mio, warum geht denn das nicht? Ist zu blöd, um Mods einzubauen oder was? Aber warum bin ich schon wieder bei 0 Gold? Ja, das frage ich mich. Verliert man das, wenn man stirbt vielleicht? Du hoffentlich nicht eingestellt. Ich weiß definitiv, dass wir Geld hatten. Wir haben ja so wohl Geld gefunden, als auch Sachen verkauft. Konnte man das nicht früher auch immer das Gold irgendwie ins Dings packen?
Ein Spike und so. Alles reinpacken. Aber jetzt einen Molotow-Cocktail in die Horde schmeißen. Die sitzen da alle so schön beisammen. Kriege ich ja nicht weg da. Sind nur zwei, die kriege ich hin. Und Gangster habe ich jetzt auch. Muss doch eine Möglichkeit geben, das Geld zu behalten, dass das Minibike auf der Map angezeigt wird. Minibike wird, glaube ich, auf der Map angezeigt. Bei mir nicht. Vielleicht, weil es noch deins ist und nicht meins, musste man das nicht irgendwie umsafen? Vielleicht muss das erste Mal einstecken und dann wieder hochnehmen. Ja, das kann sein, in die Tasche. Eine Tasche. Ich kann es nicht aufnehmen, warum nicht? Muss, glaube ich, R drauf drücken, oder? Eigentlich, das kommt E und dann kommt das Symbol hier. Mhm. Ich glaube, sobald da lange da was drin ist, kannst du es nicht aufnehmen. Leck mich doch an die Füße. Das ist dein Ernst? Dann packe ich das jetzt alles raus. So. So nämlich. Nicht anders. So. Wie benutze ich das jetzt? Wenn du es in der Tasche hast, in die Leiste ziehen und dann kannst du es abstellen. Ah. Du bist so schlau. Oh, ja. Ist jetzt deins? Ja. Danke. Ach, so eine alte Frau wie ich, die kriegt das doch nicht auf der Kette sonst. Weil ich muss doch immer Orientierungspunkte haben. Jetzt kann ich nämlich den ganzen Driss hier nämlich wieder. Das wieder reinstecken. Vielleicht konnte ich es auch deshalb noch nicht
Mods einbauen. Weil es vielleicht noch nicht meins war. Da sind doch schon Mods drin. Da sind sogar schon Mods drin. Deswegen kann ich das nicht machen. Ach da! Deswegen geht's nicht. Oh. Perfekt. You are so beautiful to me. Ja, schleim mal rum. You are so. Eine kleine Horde, die geht mir auf den Sack. Guck jetzt mal, wie viel ich von denen kaputt kriege. Nochmal schnell zum Händler. Ich habe eine Quest nämlich. Fertig. You must think you're pretty hot shit now. Well, you did it, so I'll honor our agreement. I have a job for you. Well, get this. Stopperboy. Ja, schade, ich dachte, ich krieg die. Aber dem war nicht so. Ja, ja, ja. Also ich habe mein Gold bis jetzt noch. Mal sehen, jetzt bin ich gerade gestorben. Mal gucken, ob ich es immer noch habe. Und ich bin irgendwo auf dem Dach gespawnt. Wie man weiß, ist das Dach immer so das Highlight. Ach, deswegen funktioniert nichts. Der Knüppel ist kaputt. Na, wunderbar. Na komm. Geronimo! Also ich habe mein Gold behalten. Wo hast du es? Waren das die Jetons? Hier unten, hier ist es. Da, 1000 noch was. Die Jetons sind das. Nee, okay, ja, Jetons aus Dukes Casino. Das ist dein Geld, okay. Das ist unser Geld jetzt. Okay, gut. Hi. Ich muss mal ein Bike morgen holen. Warte. Guck mal, was ich für dich hab. Dankeschön. Jawohl. Stufe 2, sehr gut. Muss ich warten, bis die Nacht vorbeigeht. Hier die Tür zu. Irgendwo ist hier was. Irgendwo macht irgendwas Lärm. Die Tür aufgeschlagen? Nein. Ich hab's zugemacht. So, mal gucken. Das zerlegen wir jetzt alles, das brauchen wir ja nicht mehr.
Hallo, Lady. Messspiegel brauchen wir ziemlich bald. Dreh dich mal um und hilf mir mal bitte. Okay. Okay. Vier habe ich geschafft. Das war bestimmt die eine Horde. Wo sind die reingekommen? Durch die Tür. Hier sind jetzt auch noch ein paar. Ja, auch. Da muss ich mir wohl auch erstmal ein Minibike bauen, weil fürs Dirtbike fehlt Stahl und dafür fehlt der Schmelztiegel. Für der Schmelztiegel brauchen wir viel geschmiedetes Eisen. Machen wir erstmal. Geh. Eisen. Bauen wir erstmal alles an hier. Bringen wir mal wieder Eisen zum Schmelzen hier. Nehmen wir mal die Hälfte der Jetons raus, ja? Dass ich ein bisschen Kleingeld habe. Ja. Da nehme ich auch ein Viertel von den Jetons, so knappe 500. So. Das verkaufe ich dann wieder. Du kannst die Rucksackmods haben. Ich habe welche gefunden beim Plündern. Mhm. Kannst du dir die da wegnehmen? Auch den Bauplan für den Erdbohrer. Achso, ich kann ihn. Motor, Werkzeugteile. Fahrradlenker haben wir, Motor haben wir, Stahl haben wir nicht. Also erstmal das, den Tiegel machen. Schmiedeter Stahl, 25 Stück haben wir. Okay. Motorwerkzeugteile. Motor. Werk. Waffen. Ich den Motorwerkzeugteile her.
kommen schon wieder welche die Tür rein. Die Tür kaputt gemacht. Wenn du das nächste Mal beim Händler bist, guckst du mal, ob der Motor Werkzeugteile hat? Yep. Kann sein, dass ich massig in meinem Motorrad habe. Aber das hole ich erst, wenn es heller wird. So, ich habe mal hinten sehr gut einfach zugemacht. Ja, es reicht auch, wenn wir eine Haupttür haben. Wir haben sogar drei, ne? Was war die? Hier ist noch so eine klapprige Holztür. Es wird Tag. Juhu. Nehme ich jetzt alles raus. Nein. Dann räume ich wieder alles rein. Ich habe nämlich hier ganz viel jetzt mitgebracht. So, dann gehe ich mal wieder Bulli-Bulli. Irgendwo muss ich mal anfangen, mir eine kleine Mine zu buddeln. Bulli-Bulli. Na dann. Denn die Waffen hingelegt. Was können wir? Omnibus. Steine. Eisen, das kommt wieder da oben rein. Das will ich verticken. Hier rein. Schiefer und Mut. Das
Und dann wollen wir natürlich gucken. Farbe zu tun. Nicht. Nur einmal, okay. Zwei Kleidungsstücke habe ich tatsächlich jetzt schon, wo ich ein Tragemod reinmachen kann. Ein Rucksackmod. 3. Oh, schön. Bin ich nicht so schnell überladen. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Ich mache hier ein bisschen Buddy Buddy. Ich habe hier einen super neuen, komischen Typen, der immer so schwer kaputt zu machen geht. Oh, hier kommt noch eine Uschi. Die Radiated Alleen. Radioaktive Alleen. Alles klar. Alleen. Aber dieser neue Typ, da hast du keine Chance. Der haut dich so weg. Ekelhaft. Ich hab doch keine Chance. Was willst du denn von mir, du Hund? Neue Schusswaffe werde ich mir wohl mal besorgen müssen. Ja, dann mach das. Ich weiß nicht, wie ich die alte reparieren kann. Mit dem Waffenreparaturkit? Ah, haben wir sowas? Kannst du sowas? Musst mal gucken, ob sowas im Dings ist. Alter, dieses Vieh macht mich fertig. Oh Scheiße, sind hier viele Mobs. Hier leuchtet auch irgendwas Radioaktives. Sieht aus wie Tinkerbell. Feuermobby ist auch da. Du hast also gut Besuch, sagst du, ja? Elektrische Teile, mechanische Teile. Ah, Klimaanlagenschatz. Ja, aber ich brauche jetzt Motorwerkzeugteile. Och, was ich dir bringe, ist nicht genug. Du bist ja nie zufrieden. Das ist richtig. Ja, warum? Weil ich es kann. Ach Gott. Ja, bitte? Nein, nein. Wildes Brandopfer.
wir die eigentlich überfahren? Nö, der schlägt mich nur. Na, warte. Komm her, du Sack. Bitteschön. Ist voll elektrisch, der Typ. Eigentlich, irgendwie sieht der ja süß aus. So elektrisch. Wir sollten jetzt ein Date mit ihm machen. Date? Wenn er so süß aussieht. Naja, jedenfalls wird sofort funken. Ich möchte nicht wissen, wie viel Volt der hat. Gift hat er auch. Electric Phantom. Phantom. 636. Nee, er sah von der Nähe doch nicht so süß aus. Ei, der brät mich aber. Na gut, der war mir zu heiß, von dem muss ich Abstand nehmen. Dann lassen wir den Typen. Bike ist nicht mehr gelb, es ist jetzt weiß. Warum? Ah, je näher ich komme, desto gelber. Alles klar. Okay, okay. Nen, 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 nen. Hey, Olga, wann machst du denn auf hier? Mach auf, mach auf. Wach auf. Was haben wir hier? Spielplatz. Ölschiefer. Jede Menge Mülltonnen zum Durchwühlen. Oh. I love it. Mülleimer auf dem Kinderspielplatz. Auch eine super Fundgruppe. Ja, ich komme. Ich komme. Was wir hier noch drin haben? Nichts. Ganze Öl weggetan. Die Jetons sind auch wieder weg. Die kommen hier an die Sacko. So, Fred, komm mal her hier. Ja, ja, ja. So ein. So ein komischer Typ bist du. Der nimmt nur drei von denselben Sachen. Ja, ja, ja. Habe ich verstanden. Geh noch mal zu deinem Schweinchen hier. Bitteschön. Jetzt hat er keine Schweine mehr. Was haben wir da noch? Ein Babyschwein? Wächst das nach? Wildschwein? Muss erst groß und stark werden.
Fuck. Ich sollte den Typ ja was fragen, hast du gesagt, ne? Werkzeug, Motorenteile. Werkzeug, Motorenteile. Werkzeug? Nope. He doesn't. Robotikteile? Nein. Hätte er im Geheimfach. Fahrradfahrwerk? Nein, heißt das Werkzeug Motorenteile? Ich dachte, vielleicht ist das eine alte, naive Geheimvorrat. Na gut, dann halt nicht. Ja, ich hab dir auch gleich Money hier. Mein Freund. Kleiner Spinner, du. Ja, ja, ja. Waren die beim letzten Spiel auch so unfreundlich? Mach die Tür auch hinter mir zu. Das Tor lasse ich dir auf, damit du Besuch bekommst. What the fuck? Das war ein Giant Burning Undead Hound. Jung. Kaputt. Oh, da brauche ich auch ein Reparaturkit. Oh, und jetzt habe ich das Dingsmesser nicht dabei, ne? Muss man denn alles reparieren in diesem Land? Bei Gross Song of the Evertree ist alles immer heile. Da musst du nichts heile machen. Hallo. Na, was machst du Schönes? Zum Händler. Geld ausgeben. Das ist ein Arschloch, wollte ich dir nur mal sagen. Und Quest holen. Kannst du das Ding vielleicht häuten hier? Ah, da haben wir noch. Ein Auto zu. Du hast doch selber ein Messer gefunden gehabt. Ja, das ist aber kaputt. Mit einem kaputten Messer. Was kann man damit nicht? Richtig. Häuten. I'm kinda busy. Ist das Ding auch kaputt? Das darf doch echt nicht wahr sein. Es ist alles kaputt. Alle Teile sind bei mir kaputt. Mimi. Ja. Musst du Mimi. 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 Ich habe einen Reifen gefunden, ein Rad gefunden. Möchtest du ein Rad haben? Hast du ja, ein Rad? Ja, Räder brauche ich. Gut. Dann sei lieb zu mir. Kriegst du vielleicht auch ein Rad. Oh, da stehen Honey und Nanny am Eingang. Oder sind das nur Puppen? Das sind nur Puppen. Okay.
Geld gefunden. Schön. Das ist ein Klamottenladen. Oh, das ist ein Klamottenladen. Ach, ich wollte noch eine Quest mitnehmen, verdammt. Oh, hier gibt es so viele schöne Sachen. Ich hole jetzt erstmal mein Fahrrad hier. Und dann gehe ich den Klamottenladen plündern. Gesundheit, das ist ein Problem. Machst da so einen Krach. Wunder mich schon, wer hier so ächzt und stöhnt. Oh, ich habe einen Monster Energy Drink gefunden. Gibt auch sicherlich noch andere leckere Energy Drinks, aber. Im Spiel ist es halt ein passend für das Spiel Monster Energy Drink. Und hier, wie gesagt, gibt es einen Klamottenladen. Eine ziemlich gelangweilte Kassiererin. Ah. Sehr schön. Ich werde jetzt alle Klamotten mitbringen, die ich kriegen kann. Okay? Das sieht so aus, als wenn irgendwo was abgeworfen wurde, oder? Ich habe nichts gehört. Normalerweise hörst du das Flugzeug. Guck mal auf deiner Map, ob du da irgendwas siehst. Klamotten. Klamotten. Geil. Shopping ist was für Mutti. Der nächste gerade wach. Guck mal, der trägt sogar Mundschutz. Passend zur Zeit. Ich habe keine Power mehr, okay. Egal, ich werde trotzdem noch mal reingehen. Ja, mach das. Klamotten sind immer gut. Ich werde eine Quest abgeben. Mach das. Aber Leute, macht euch keine Sorgen, wir werden definitiv auch gemeinsam mal losziehen. Nicht jeder für sich. Aber in der Anfangszeit ist es halt sinnvoll, wenn wir
Der eine farmt dieses lieber, der andere farmt das lieber. Jetzt müssen wir am Anfang erstmal noch trennen. Kann man denn da schon irgendwas? So, dann gucken wir mal. Fest abgeben. Molotow-Cocktails nehmen wir, ja. Definitiv. Oder nee, Tagebuch eines Jägers. Nee, doch nicht. Nehmen wir das. Nehmen wir schon mal die nächste Quest wieder mit. Den habe ich hier irgendwas drin, was ich direkt verkaufen kann, was ich nicht brauche. Eisen brauche. Das wirklich wertvoll ist. Ich habe Brain Herpes. I guess you're not so bad after all. Lassen wir das jetzt Kommentar so stehen? Ich hätte jetzt gerne gesagt, dass du das nicht kriegen kannst. Ich habe eine Stunde Brain Herpes, steht da. Neben dem NATO-Trauma. Ja, ich würde dir jetzt gerne sagen, dass du das nicht kriegen kannst. Ist das geil. Kampfanzug oben, Hemd, Muskelshirt, Shorts, Denimhose. Ich ziehe mich jetzt erstmal schön an hier. Anzug oben. 5. So, ich eiere mal nach Hause, da ich völlig überladen bin. Habe ich wenigstens diesen blöden Minirock weg. Ich glaube, das kann ich erstmal tragen. Gotische Hose. Gucken wir doch mal, was die macht so. Nice. Hier zum Vergleich. Halte wieder Stand. Ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Die Hose ist nice. Das Hemd. Na, der Kampfanzug macht natürlich einiges an Widerstand. Das lassen wir erstmal so. Sehr schön. Hier sind wieder so viele Autos spawned und ich habe keine. Ich glaube, so oft spawnen die nicht nach, ne? Aber schon ziemlich häufig, glaube ich. Weil ich hätte die doch sonst alle schon zerlegt. Obwohl in den Kleiderladen habe ich ja eh auch noch nicht entdeckt. Das. Wenn alles gut läuft, kann es sein, dass wir bei der nächsten Session noch einen Gast mit dabei haben, können wir dem auch gleich noch ein paar von den Klamotten mitgeben. Startet er nicht ganz auf null. So. Wer stört? Könnt ihr nicht weiter schlafen? Er hat gleich 1000 XP hier. Alter.
Hör das Flugzeug. Jetzt ist das Flugzeug da, ja. Ich habe ein Ei aus dem Baum geholt. Dir fällt ab und zu eins aus der Hose, aber ist eine andere Geschichte. Das liegt bestimmt daran, weil ich Brain Herpes habe. Unglaublich. Unglaublich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das nicht kriegen kannst. Aber ich hab's doch. Wahrscheinlich, weil ich so oft gestorben bin oder so. Nein, du musst ja. Achso, ja, ich hab's verstanden, ist okay. Ja, ist ja. Jetzt weißt du, warum du es nicht kriegen kannst. Es hat gedauert, aber ja. Ja, gleich den Beweis angetreten. Du bist so ein netter Mensch. Manchmal ja. Bist du so ein netter Mensch. Ja, ich weiß. Naja, die Leute können von dir denken, was sie wollen. Manchmal bist du ein guter. Sogar Schuhe. Sehr geil. Holz haben wir. Haben wir noch irgendwo Stofffetzen? Ja, ich habe ganz viele bei mir im Moped. Ja, im Moped, da helfen sie mir nicht. Ich weiß nicht, warum unsere Alexa gerade angegangen ist, aber sie redet mit uns. What did she say? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ah, Stofffetzen gibt's doch hier eine ganze Menge. Einen tollen Laden. Oh, I love it so much. Brauch Stofffetzen da. Ja, komm hier zu mir. Hier hast du so viel Klamotten, die du kaputt machen kannst. Hier hast du Stoff ohne Ende. Ich habe ein gebrochenes Bein, deswegen brauche ich Stofffetzen, damit ich mir eine Schiene bauen kann. Eine Schiene müsste in... Klebeband. War ich mir auch ziemlich sicher, dass wir das hatten. So, jetzt wollte ich doch irgendwie mal ein bisschen was fertig kriegen hier. Munitionsvitrine, oh, Porno. Ein Porno hier, echt. Okay. I'm dead. Aber es macht nichts, dann komme ich jetzt nach Hause und dann packe ich das erstmal alles weg.
Gucken, ob ich ein bisschen Reparaturkits bauen kann. Jawohl, kann ich. Baue ich uns mal schnell ein paar. Wo sind sie denn? Ja, nein. Oh, da ist ein Hund. Hundi zerlegt. Geht's halt. Messer brauche ich wohl bald mal. Aber du hast das sogar geskillt, dass du mehr aus den Viechern rauskriegst, ne? Hier, drehst du dich mal um? Ja. Da, auf den Boden. Dankeschön. Messer, jawohl, perfekt. Reparieren. Schraubenschlüssel reparieren. Waffe. Waffe kann ich immer noch nicht reparieren, okay. Vielen Dank, sehr nett von dir. Das ist 4,1. Guck mal, alles was hier oben ist jetzt nicht nur Metalle, sondern da ist auch elektrische Teile, mechanische Teile. Okay. So alles, was zum Basteln ist, will ich da oben haben. Okay. So, das, das, das. Leben sowieso. Ein paar Batterien. Motoren. Noch mehr Eisen. Lenker. Der Sprit kann da bleiben. Das Rad kommt mit. Der Kleber kommt mit. Das Tierfeld kommt woanders hin. Ja, du musst dir da einfach mal gucken. Ich habe jetzt hier alles hier wahllos reingeschmissen. Ja, und dafür haben wir doch extra System da drin. Nee, ich kann das System noch nicht so richtig auseinanderhalten. Klamotten sind jetzt da, wo auch Leder und so ist. Da waren ja eh schon Klamottenteile drin. Klamotski, Klamotski. So. Will hier alles drin haben. Wo ist mein kurzes Rohr? Ich habe ein kurzes Rohr. Brauchen wir noch für den Tiegel alles. Da gucken wir erstmal nach einer Stahlschaufel, dass ich hier mal ein bisschen vorwärts komme. Ah, da ist auch der Motor drin. Holz, Leder, Klebeband, Eisen.
Oh. Muss mal in die Kiste. Leder, Leder, Leder. Nee, ist hier nicht. Gut. Wo ist denn unser Leder hin? Das Leder ist wahrscheinlich da, wo du gerade guckst. Da, wo die ganzen Klamotten drin sind, da ist auch Leder. Gut. Doof. Doof, doof, doof. Stein. Ja. Na gut, dauert noch ein bisschen. Muss noch meine Dings bauen. Was essen? Holz. Das dicke, fette Fleisch noch rein. Sehr gut. So. Ich werde mir jetzt ich baue hier noch meine Schaufel zu Ende. Ja, mach das. Ich werde jetzt noch mal mein Moped suchen. Und dann werde ich mit dem Moped zu der Abwurfstelle fahren und das da einsammeln. So, und ich brauche einen Tiegel. Das nächste, was ich baue, den Tiegel. Den Schmelztiegel. Dafür brauchen wir geschmiedetes Eisen 100. Können wir ja schon mal fertig machen. Das werde ich auf jeden Fall auf der Karte nochmal markieren. Klamottenladen. Das hier. Geschmiedetes Eisen brauchen wir auch nebenzu. So habe ich schon ordentlich. Ja. Warum ist er hier eigentlich nicht? Sehr gut. Wie viele Motoren wir haben? Mechanische Teile haben wir. Kleiner Stein brauche ich noch ein bisschen mehr. Und Lehm. Öl. Haben wir genug Öl? Ja. Hier klopft wer an. Dann bitte ich ihn doch mal mit dem Baseballschläger herein. Hier. Baseballschläger. Hallo. Babums.
So, dann hatte ich ja hier vorne. Achso, gehst du jetzt die Abwurfding holen? Ja, bin schon da. Sehr schön. Oh. Mein Löchli. Ich hab doch hier ein Löchli gegraben. Da. Alöchli. Ja, Alöchli habe ich gegraben. Bring dir eine Glücksbrille mit. Die habe ich schon, danke. Ach so, ich auch. Ja gut, dann. Oder nee, ich habe sie nicht. Bring sie doch mal mit. Ach, auf einmal hast du sie doch nicht? Nee, ich glaube, ich habe die von verkauft. Okay. Ich habe nämlich auch eine, die trage ich gerade. Oh, so viele schöne Sachen. Ja, bitte? Ah, Fibo. Oh, ich freue mich schon so auf das Entdecken hier. Es gibt so viel zu entdecken. Hier, wo ich bin, ist die große Wand, wo wir dann die erste Hordennacht hoffentlich überleben können. Ja, gucken wir mal. Ich würde gerne noch ein paar Autos durchsuchen. Sieht so aus, als ob man den noch untersuchen kann. War ich schon, oder? Nee. Ja, ich buddel mich hier so ein bisschen ein und gucke mal, ob ich hier irgendwo Eisenvorrat finde. Mach das. Es gibt zwar auch das auf der Karte zu sehen. Da ich schon wieder ein paar Punkte, die ich verteilen kann? Nein. Oh, ich habe ganz viele. Ich habe schon ewig wieder nicht verteilt. Ich bin auch so angefixt von dem ganzen Durchsuchen hier. Wie lange habe ich denn den Brian Herpes noch? Immer noch eine Stunde. Contracted Brian Herpes from an infected hazmat worker. So for 2 hours. Ah, insgesamt für 2 Stunden, alles klar. Eine Stunde scheine ich ja schon rum zu haben. Noch irgendwo trübes Wasser? Könnte mal wieder ein bisschen Klebeband herstellen gehen.
Crawler. Hasi! Gleich tot machen, wegen Knochen und Fell. Das stimmt mit Hasi nicht. So, dann habe ich hier noch ein paar Hühnchen. Wahrscheinlich für Chicken Nuggets. Kannst du ja machen. Du warst ja kochen irgendwie Expertin, ne? Kann ich mich dunkel dran erinnern? Haben noch irgendwo Federn? Hier. Ich kann auch keinen Rucksack-Mod tragen, schade eigentlich. Ja. Was? Spitzhacke, kann ich eine bessere Spitzhacke bauen? Eisenspitzhacke habe ich jetzt auch, ne? Ja. Stahlspitzhacke könnte ich, aber ist verschlossen. Was ist los, Digga? Ist schon wieder am Knöter an. Brauche ich die Stahlwerkzeugteile? Wo kriege ich sowas her? Von finden, glaube ich. Oh, hi. Oh, das schöne Sixpack ist weg. Schade. Sah so gut aus damit. Ja. Ist hart. Fleisch, da ist Knochen. Brauche ich den für Eisen und Lehm, aber halt den Schmelztiegel, ne? Und der fehlt uns. Also das mal. Bin so schwer bepackt jetzt. Na gut. Das nehmen. So. Jetzt mache ich hier noch ganz viel Klebeband. Trübes Wasser. Aber schon wieder keine Wassergläser mehr. Oder konnten wir uns damit immer tot werfen? Ja, das stimmt.
Wir gehen mal gucken, ob du irgendwo Gläser rankriegst. Ich hier gerade unseren Kleiderschrank um. Ja, alles gut. So viele Sachen doppelt und dreifach. Aber jetzt haben wir von jedem eins in verschiedenen Farben. Kann sich jeder aussuchen, was er will. Alles andere kann man. So, was brauche ich jetzt nochmal alles für den Spätstil? Eisen brauchen wir noch. Mechanische Teile. Stein könnten wir haben. 1200 wohl nicht. Stein und Lehm. Lehm habe ich noch in meiner Tasche. Ja, drüben übers Lagerfeuer, bitte. Gut. Zweimal drin. Ach, hier sind schon wieder 23 Gläser, das ist gut. Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich. Geh mal schnell. Achso, es wird schon Nacht. Dann hat der Händler ja eh schon zu. Schade. Sind doch Stoffteile noch drin? Stofffetzen sind hier hinten. Guck doch bitte mal, was hier oben in der Kiste ist, damit du weißt, was da... Ich bin da noch nicht an der Kiste. Ich bin ja noch bei unseren Kisten. Da ist mir gerade aufgefallen, dass hier noch Stofffetzen drin sind. Die werde ich dir da gleich auch hintragen. Ne, wo? So. Ist das drin? Hier ist Erste Hilfe. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Missing Teile. Das kann alles drin. Hier wird noch zerlegt. Jetzt die Stofffetzen irgendwo sehen. Sind die schon rausgenommen? Ja. Die gute. Zweimal dran. Also ich habe jetzt schon zweimal den Rucksackmod. Das ist gut.
Das ist da drin, was da rein soll. Das ist da drin, was da rein soll. Okay.